Hi Leute, wer meinen Kanal schon länger verfolgt, weiß, dass ich ja immer so ein bisschen getrieben bin von der ultimativen Frage, was ist wohl das geilste 4X-Weltraumspiel, das es gibt, das nicht Twilight Imperium ist. Und ich gucke mir deswegen immer auch ein paar abstrusere Spiele an, die immer ein bisschen so aussehen, wie wenn sie vielleicht was Neues machen in diesem Bereich. Und 4X, ja, weiß ja jeder hoffentlich, es geht ja um dieses Explore, also Weltraum entdecken, exterminate, irgendeinen Gegner auslöschen, am besten mit nuklearen Waffen oder Fusionsbomben oder so. Ne? Exterminate hatte ich gesagt, expand, also das Reich ausbreiten und exploit, irgendwelche Ressourcen oder so ausbeuten. Ja? Und hier bin ich auf der Suche nach einem Spiel, das einfach das perfekt macht, in 2 Stunden spielbar ist und trotzdem hat man das Gefühl, eine epische Geschichte erzählen zu können. Ja? Und das klappt manchmal mehr, klappt manchmal weniger. Ja? Gibt es schon ein paar geile Spiele bei mir auf dem Kanal, einfach mal schauen. Und jetzt kam vor kurzem, ist mir das Spiel Hegemonic über den Weg gelaufen. Über den Weg gelaufen ist einfach so, das ist ein Spiel, das findest du nicht, wenn du suchst. Ja? Das fällt dir mal bei einem eBay-Kleinanzeigen oder bei Facebook-Kleinanzeigen, fällt dir das mal auf und du siehst die Schachtel und denkst, oh, Hegemonic geil. Und dann steht da auch noch Explore, Build, Fight und Plot drauf. Plot, Hammer. Da ist bestimmt auch noch richtig Verhandeln und so dabei. Und habe ich mir das einfach mal blind gekauft, habe mal kurz geguckt, wie es aussieht, habe mir das blind gekauft, habe gedacht, das könnte was sein, ich schaue mir das an, schicke ihm Dietmar ein Foto, das Erste, was der sagt, oh, das sieht aber abstrakt aus. Und ich so, was abstrakt? Was meint der? Guckt mir das ein bisschen an und denkt, oh shit, ich glaube, er hat recht. Ja. Aber dann war es schon gekauft. Dann kommt das Spiel. Und lese mich dadurch die Anleitung durch und dann schau mal, ob es ein Video gibt. Es gibt natürlich wieder kaum was zu dem Spiel. Kennt im Prinzip keine Sau. Aber die wenigen Leute, die es kennen, die lieben das Spiel, das sei super und das sei ein Spiel, das gehört auf die besten Listen aller so 4X-Spiele und so. Aber stimmt denn das alles? Ich habe es mir jetzt mal gegeben und getestet und ich werde jetzt einfach mal, weil es halt schon umfänglich ist und auch schwer zu beschreiben und man kann jetzt schon mal ein bisschen spoilern, nicht so mein Fall ist, nur ein Kurzreview. Ja? Ich zeige euch mal das Spiel, was macht man da, wie sieht es grob aus, wie sehen die Aktionen aus und dann reden wir nochmal drüber. Los geht's. So, Hegemonic möchte auch ein 4X-Spiel sein, nur ein bisschen anders. Ja. Es wird da nicht von Explore, Expand, Exterminate und Exploit oder so geredet, sondern von Explore, Build, Fight und Plot. Und das gibt schon ein bisschen den Kurs vor, wie sich das Ganze hier gestaltet. Auf den ersten Blick sieht es halt aus wie die klassischen Eclipse-artigen Spiele oder so. Wir haben Weltraumkarte mit dem Zentrum in der Mitte und da so Dinger. Aber wenn man ein bisschen genauer hinschaut, sieht man schon, das wird sich ein bisschen anders gestalten, nämlich schon begonnen bei, wie das Universum aussieht. Also es ist praktisch je nach Spieleranzahl wird praktisch eine Zentrumgalaxie aufgebaut und ein paar leere von diesen Dingern hier angedockt, laut Anleitung, sodass die Heimatsysteme immer gleich weit entfernt sind. Ich habe jetzt hier mal für 2 Spieler aufgebaut. Jeder Spieler hat so ein Spielerboard, das unterteilt sich in 3 Sektionen, die das ganze Spiel über wichtig sein werden, nämlich industrielle Komplexe, also irgendwas Fertigungstechnisches. Politische Botschaften, das sind solche kleinen Dinger, und martial, also so kriegsführerische Außenposten, das sind so Pyramiden. Und das ganze Spielmaterial ist sehr hochwertig, das sind so leicht gummiartige Plastikdinger, also man kann es jetzt nicht sehen, aber man fühlt es, dass die ein bisschen weich sind. Ne? Die will man am liebsten essen irgendwie und denken, die schmecken nach Apfel vielleicht, aber das sollte man nicht tun. Und die Playerboards, die haben so richtig auch schön Vertiefungen für die ganzen Sachen, bis auf die Raumschiffe natürlich hier. Das ist ganz interessant gestaltet. Und was man hier bei dem Spiel im Prinzip macht, ist, hier in der Zentrum ist abgebildet die 6 Phasen, die es pro Runde gibt. Es beginnt mit der Collection-Phase, in der wir praktisch Einkünfte erhalten von der freien Zahl, die da oben zu sehen ist. Beispiel, hätte ich jetzt diese Gebäude alle gebaut, wäre die höchste Zahl eine 4. Ich würde 4 Geld bekommen, plus 3 Geld, plus 4 Geld, gibt irgendwas, rechnet selber aus. Und das bekomme ich hier in Form von diesen Kreditchips. Caps heißen die in diesem Spiel. Ne? Das ist das Geld, das ich bekomme. Das ist einfach die Collection-Phase. Und falls ich mal Gebäude verliere und komme da wieder drauf, ja, dann wird ja die nächste Zahl, die kleinere Zahl, die Zahl sein, die die Einkünfte zukünftig definiert. Was auch noch ganz wichtig ist, ich gebe ja natürlich die Einkünfte im Lauf der Runde irgendwann mal aus. Und das Spiel gibt mir praktisch auch ein Limit, wie viele Einkünfte ich mitnehmen darf in die nächste Runde.
Und wenn das Spielfeld jetzt praktisch so wäre wie jetzt gerade, da sieht man das Unendlichkeitssymbol drin, dann durfte ich aus diesen Kategorien unendlich viel Geld mitnehmen. Aber sobald ich mal ein paar Gebäude gebaut habe, da stehen Zahlen drin, wie ihr seht, ne? Und das gibt dann praktisch das Maximum vor, was ich von diesen Einkünften in die nächste Runde mitnehmen darf. So skaliert das Spielen praktisch ein bisschen, dass man nicht Geld anhäufen kann, massiv, um da Megaprojekte oder so zu gestalten. Fühlt sich komisch an, ja. Wie wird das begründet in der Welt und warum ist es so? Wird nicht beantwortet, aber das Spiel will es halt. Ich finde den Mechanismus recht mutig und vielleicht auch ganz durchdacht, ne? Weil beim Playtesting vielleicht rauskam, dass man da zu viel Kohle hat oder so. Kann ich dann verstehen. So, dann wäre noch zu bemerken, dass ja die ganzen Sektionen hier drauf in verschiedene Tiers unterteilt sind. Tier 1, Tier 2, Tier 3. Und das betrifft im Prinzip die es gibt auch Forschung in dem Spiel, wie halt bei jedem gescheiten 4X-Spiel kann man auch Sachen forschen, wie bessere Waffensysteme oder sonst was. Und je nachdem, wo ich hier bin, wo ich freigeschaltet bin, bin ich halt in Tier 1, 2, 3 und darf dann praktisch aus den farbkodierten Blau, Rot, Gelb Bereichen, wo ich dann halt bin, entsprechend verschiedene Tiers forschen. Und ich habe Plätze habe ich im Prinzip drei Stück. Die würde man, wenn ich was erforscht habe, würde man das hier so drunter schieben, sodass man praktisch weiß, ich habe jetzt die prädiktiven Algorithmen, was auch immer die bringen. Dann habe ich drei Plätze dafür und würde die da unterschreiben. Das mal so generell. Also es gibt die klassischen Sachen, hier Stealth-Emitter oder Telepathie oder Nano-Accelerants und bla bla. Das übliche Zeug, wo man sich eine coole Funktion ausgedacht hat. Und außerdem kann man die Karte auch, anstatt als Technologie zu erforschen, auch abwerfen in Sachen Kampf. Deswegen hat jede Karte unten hier diese Zahlen. Je nachdem, ob ich einen politischen Kampf mache, einen industriellen Kampf oder halt klassisch Waffenkampf, könnte ich die Karte abwerfen und sagen, ah, ich habe plus 5, plus 4, plus 3. So haben die praktisch eine Doppelfunktion, die Forschung. Ist ganz interessant. So. Aber gehen wir mal weiter. Nachdem jetzt die Kollektionsphase durch ist und ich mein Geld bekommen habe, wäre die Expansionsphase das nächste. Und da hat dann jeder Spieler entweder, weil er das sich vorher durch Forschen erschlichen hat, solche Dinger hier auf der Hand oder die liegen offen in so einem Pool aus. Ja? Gibt so einen Nachziehstapel. Und das ist übrigens gleich schon eine Sieg- oder eine Endbedingung des Spiels. Wenn der Nachziehstapel, der ist natürlich ein bisschen größer als das, was ich in der Hand habe, leer sein sollte, dann endet das Spiel. Und was man in der Expansion-Phase macht, ist, jeder bekommt eins von den Dingern oder nimmt eins, das er schon auf der Hand hat. Und entscheidet, wo er das hinbaut. Ne? Also wenn ich jetzt der grüne Spieler wäre, würde ich sagen, okay, ich erforsche diesen Sektor und lege das hier rein. Und man kann unterscheiden zwischen, welche Gebäudentypen sind da drin erlaubt. Das sind die da. Ne? Also ich kann hier so eine Botschaft hinbauen. Dafür ist es gemeint. Oder so ein Würfel, aber ich kann kein Dreieck hinbauen. Dann müsste ich das dann nehmen. Das ist ein Entscheidungskriterium oder die Hintergrundfarbe dieses Systems, ne? Lila, blau, gelb irgendwie. Und das hat dann Einfluss auf die politische Macht in Sachen, wenn ich diese Embassies werden sollte. Gucken wir uns nachher an. Das gleiche macht der andere Spieler, der nimmt halt meinetwegen oder so das da. Und das ist Expansion, das macht jeder Spieler. Und dann kommen drei Phasen, die heißen alle gleich Action 1, Action 2, Action 3. Und so wird dann tatsächlich das Spiel gespielt. Jeder Spieler hat diese Karten hier auf der Hand. Die sind bei allen identisch, halt nur anders farbkodiert logischerweise, haben es immer das gleiche drauf. Und ich entscheide mich für eine Aktion, also für drei Aktionen, weil Action 1, 2, 3. Ne? Ich könnte einen Assault machen, ich könnte jetzt einen Gegner angreifen und da ist Farbkodierer, gehen wir gleich drauf ein. Ich könnte Industrialize, ich könnte Komplexe bauen, ich könnte politische Aktionen und dann Subvert und Discover machen. Discover ist praktisch halt so neue Systeme oder sowas entdecken. Und die Zahlen, die hier drauf stehen, die geben die Reihenfolge durch, wie das abgewickelt wird. Wir sehen jetzt vier Spieler, ja. Jeder legt ja verdeckt seine Karte hin, was er machen möchte als Aktion, dann wird aufgedeckt und dann werden die abgearbeitet nach der Höhe der Zahl. Alle Einser zuerst, dann alle Zweier und alle Dreier, ne? Sodass man nicht weiß, wann man drankommt. Und eine hohe Zahl natürlich, die durch eine wertvolle Aktion, die viel verursacht, natürlich bis zum Schluss warten muss. So, und wenn man jetzt halt praktisch mal sich das so eine Karte anguckt, wie zum Beispiel Assault. Ja? Nehmen wir mal, ich spiele Assault. Und dann würde ich praktisch, es müsste ich immer schauen, was verursacht was. Ja? Habe ich einen Agenten im Einsatz? Dann könnte ich diese Karte benutzen, um diesen Agenten zu bewegen, verschiedene Sektoren weit.
Und immer die roten Unterteilungen geben die Entfernung im Prinzip an. Und ich kann dafür beim Gegner entweder ein Dreiecksgebäude, das ist dieses rote da, ja, abreißen, oder so ein Würfelchen, das ist das gelbe Symbol. Oder ein Raumschiff, das sind diese Symbole, die so aussehen. Das könnte ich machen mit der Sabotageaktion. Ich könnte aber auch sagen, ich move ein Raumschiff von mir. So, und jetzt seht ihr vielleicht schon, womit immer ein bisschen Probleme zu kämpfen sind. Es ist farbkodiert. Die Würfel sind immer gelb, die Gebäude da, die Dinger sind normal immer blau und die Dreiecke sind immer rot. Aber in Sachen Spielerfarbe sind sie natürlich grün oder orange oder sonst was. Also hat das Spiel halt Schwierigkeiten zu kommunizieren, welchen Spieler man jetzt meint. Es geht immer allgemein um die Gebäudetyp, egal wem er gehört. Und die sind dann halt immer gelb, die sind immer blau, die sind immer rot. Das muss man irgendwann mal merken und nicht durcheinander kommen mit der Spielerfarbe. Hier wird zum Beispiel jetzt ein rotes Raumschiff abgebildet, ja, aber ich bin natürlich grün, deswegen meint es auch ein grün Raumschiff. Also ich würde dann ein Raumschiff bewegen, um eine Race-Aktion machen und ein gelbes Gebäude oder ein blaues Gebäude oder eine Person vom Gegenspieler wegzuräumen. So funktioniert das generell und der Clou hier dabei ist immer, ich muss immer die Entfernung oder die Lage der Gebäude zueinander anschauen und so steuert sich im Prinzip das ganze Spiel. Wenn man hier mal ein Beispiel machen möchte, hier sind wir ganz nett bei Industrialize, ne? Da wird ja gezeigt, setzt einen gelben Würfel auf ein freies Feld, wo gelbe Würfel drauf dürfen und macht das beliebig oft. Ja, ist einfach, ja. Aber jetzt schauen wir uns das mal an. So ein Feld heißt im Prinzip immer, wenn ich das hier mal rausnehme, mein Startfeld. Neben dem gelben Würfel sind immer Symbole abgebildet. Und das ist praktisch die Kampfstärke, ist in diesem Stern da drin. Und in diesem Würfelsymbol ist die Reichweite, die das hat. Die Reichweite von diesem Würfelding ist 1. Das heißt, wenn ich jetzt Industrialize spiele, darf ich in Reichweite eines gelben Würfels einen weiteren gelben Würfel gründen. Das würde bedeuten, Reichweite 1 von dem Würfel ist das Nachbarsystem, also hier rüber wäre das da. Dann könnte ich jetzt praktisch einen von meinem Tableau nehmen, weil Reichweite 1 reicht, setze es dorthin und freue mich wie ein Schnitzel, weil ich habe so ein Ding da gebaut. Das jetzt, falls es zu einem Industrial-Kampf kommen würde, eine Kampfstärke von 1 hat oder 2, wenn man beide nehmen dürfte. Und so würde ich praktisch die Entfernung überbrücken. Ja? Würde hier auch noch ein System liegen, theoretisch mal, könnte ich jetzt auch hier noch Würfel reintun, weil die Entfernung von dem Würfel zu denen ist ja immer 1. Und von daher wäre es schon interessant für mich, ganz viele Würfel zu platzieren, weil ich verdiene ja auch mehr Geld. Habe aber dann die Einschränkung, dass ich natürlich nicht so viel Geld mit in die nächste Runde nehmen darf. Und das ist immer so ein bisschen das Abwägen, was man hier macht. So als Beispiel mal. Ne? Und so funktioniert alles. Das war jetzt dieses gelbe Würfel weiterführen Ding da. Genauso wäre es halt auch mit anderen Gebäude bauen, wenn ich mal irgendwas suche, wie nehmen wir mal Marshallize. Ich könnte ein rotes Dreieck, das heißt, das sind diese Dreieckspyramidengebäude, auf ein entsprechendes Feld legen. Und da gilt auch praktisch eine gewisse Reichweite oder eine Nachbarschaft zu was anderem. Oder ich muss halt entweder schon vorhanden was haben oder eine Flotte in dem System. Erst dann darf ich das da bauen. Da ist jetzt die Reichweite nicht mehr wichtig, weil die ist immer null bei solchen Gebäuden. Und lauter so Sachen, ja. Das ist auch das einzige Gebäude, das man aufeinander stapeln darf. Ich habe jetzt hier zwei Pyramiden übereinander, um zu zeigen, oh, das ist mächtig, das Gebäude und so. Jede Aktion hat halt, wie man es jetzt von so Gloomhaven oder so halt auch kennt, auch eine Basisfunktion. Ich muss den ganzen Shit da oben gar nicht machen. Ich kann sagen, ich möchte bloß die Basisaktion, ich möchte zwei Geld verdienen oder ich möchte so ein Ding da drauflegen, so eine Karte da mir holen. Ja. Oder eine Basis ist es. Ich kann auch Gates machen, also Sprunggates. Ich habe zwei A-Gates von A zu A, damit ich die Entfernung verringern kann. Das kann ich damit machen. Und das ist auf jeder Karte immer das Gleiche. So, das macht jeder halt dreimal. Jeder spielt drei so Karten aus. Und dann wird es hier, das Kräfteverhältnis vermischt sich. Ich mache das Ganze im Prinzip, um irgendwann mal in die Nähe von meinem Gegenspieler zu kommen. Ja, und bin dann irgendwie da vertreten, was weiß ich, vielleicht so mal, ne, theoretisch. Und möchte jetzt meinen Einfluss hier rüber wirken, auswirken, um bei ihm Gebäude wegzumachen, natürlich, um da selber Vorrang zu bekommen und so. Und das kann man halt mit diesen fiktiven Schiffen machen oder mit den Agenten, die man darüber schickt, die da irgendwie Intrige spinnen oder sowas. Und letztendlich geht es immer darum, die Gebäude vom anderen zu entfernen und eigene hinzusetzen. Es findet hier kein Raumschiffkampf statt und ich baue eine Megaflotte auf, die darüber fliegt und dann mal und Würfel gewürfelt oder so. Das gibt es hier alles nicht.
Und die ganzen Sachen, die pimpe ich im Prinzip halt durch verschiedene Technologien, die ich erforsche. Oder wenn ich einen Kampf sage, ich habe jetzt einen Kampfwert von, wo ist er denn hier? Ich gar kein, wo ist es denn? Da, hier meine, genau, meine Assault-Karten, ja, meine Bewegungsreichweite plus die Power des Gebäudes, mit der ich jetzt die Kampfaktion mache, wäre jetzt praktisch hier 1, weil es dran steht. 1 hier rüber und dann schmeiße ich noch hier die Karte raus, weil da steht 5 auf dem Dreieck drauf. Also 1 plus 5 ist 6, das ist mein Angriffswert. Was ist denn deiner? Und so macht es der andere Spieler dann halt auch. Und dann wird verglichen und wer natürlich den höchsten Wert hat, der gewinnt oder verliert. Und das ist halt im Prinzip mal vereinfacht gesagt Kämpfen in dem Spiel. Und das ist im Prinzip alles. Ich mache das die ganze Zeit, ich hole meine Sachen, ich verstärke die, ich breite mich aus. Und am Schluss wird praktisch wieder festgelegt, wer die Kräfteverhältnisse hat und entsprechend Punkte bekommt. Und Punkte tut man auf diesem Tableau dann halt praktisch mit dem Würfel zeigen, wer hat wie viele Punkte, bis das Spiel endet. That's it. Ganz einfach gesagt, ist natürlich viel komplexer, aber ich wollte da jetzt nicht in die Tiefe gehen bei dem Spiel, weil das nicht so mein Fall ist. Gibt noch ein paar Boni-Sachen, wie man kann verschiedene Völker spielen natürlich auch noch oder Leaders haben, die zusätzliche Fähigkeiten haben. Man hat eine Ability 1, 2, 3 und je länger man wartet, bis man eine einsetzt, desto mehr darf man halt machen. Man startet in der ersten Runde nur mit Ability 1 und wenn man nichts gemacht hat und die Ability ist noch unverbraucht, dann hat man plötzlich Zugriff auf Ability 2 und auf Ability 3 und wenn man die rausrotzt, dann wird es wieder resettet zum Beispiel. Und das sind so Dinge wie doppelte Reichweite oder Kampfstärke plus irgendwas, ne, so klassisches Zeug. Und das ist im Prinzip Hegemonik. Ja? Also wenn man sich das jetzt erstmal kauft und denkt, boah, das ist so Eclipse und so Raumschiff und Systeme geil, gib her, das Material ist toll, fühlt sich super an und es gibt Double Layerboard, Hammer. Aber es ist halt ein massiv abstraktes Spiel, wie ihr jetzt vielleicht gesehen habt. Ne? Ja, es ist Hegemonic. Ganz anders, als ich das jetzt ursprünglich so erwartet habe. Es ist ein sehr abstraktes Spiel, da muss ich dem Dietmar recht geben, weil es sieht zwar aus, wie wenn ich da Sternsysteme hätte mit Planeten, da baue ich Häuschen drauf und so, so wird alles gut, aber da geht es nicht darum, dass ich ein großes Imperium aufbaue und eine Flotte und die schicke ich dann da rüber und dann rotze ich da voll rein und entwickle meine Technologien weiter und oder wie bei Eclipse, dass ich meine Schiffe upgrade und die sind dann nachher besser und so. Nee, das geht hier einfach um Kontrolle von Feldern zueinander. Ne? Also Werte vergleichen, Zahlenkolonnen vergleichen, irgendwelche Symbole reinschieben, damit die Zahl besser ist und so. Und dann abstrakt Karten draufspielen, um das Ergebnis zu beeinflussen. Man hat so nie das Gefühl, dass man irgendwie ein Volk steuert oder Planeten besteuert oder irgendwie was macht. Nee, man spielt es abstrakt mit Karten. Und legt da irgendwelche Würfelchen drauf und sagt, ah, die Industriestärke von dem System ist jetzt so groß, deswegen hat sie Einfluss auf das Nachbarsystem und so weiter und so fort. Und um das zu symbolisieren, schickt man ein Raumschiff rein, um zu zeigen, die Flotte ist dort präsent. Die Flotte hat aber an sich ja gar keine Funktion, die kämpft ja nicht oder so. Und deswegen ist das alles ein bisschen so ein planerisches Buchhalterspiel vielleicht. Was mit ganz tollem Material daherkommt und auch dieses Leisten freischalten und so, macht ja echt Fun und Spaß, aber es gibt es halt auch in besser. Mit Plot, mit Thema dahinter und so. Also Empires of the Void 2 macht es mit diesen Leisten ja ähnlich auf seinem Raumschiff. Man schaltet auch Dinge frei. Aber das macht dann so viel mehr Sinn. Es erzählt eine Geschichte von dem Volk und wie ich mich da weiterentwickle und sind auch individuell. Und hier ist das alles so ein bisschen. Tabellenkalkulation ist falsch gesagt, aber. Ich plane, was wäre, wenn, wie, wenn, das und hat Einfluss auf das plus x hoch 2 ist in Summe das da. Und das ist ein bisschen dürftig und macht mir nicht so viel Spaß, motiviert mich nicht lang genug. Wenn man Reviews liest von irgendwelchen Nerds, die genau auf sowas stehen und genau sowas gesucht haben, da ist das das Spiel, das die jede Woche rausholen und immer wieder spielen, weil sie alle auf dem gleichen Level sind und gucken, wie geht's diesmal aus. Puh, ich kann das schon verstehen, dass das jemandem gefällt. Wenn man das sich da reinfuchst, das ist so sein Geheimtipp. Aber meins ist es halt nicht, weil ich ja viel Wert auf Thema, Story, Erklärbarkeit von dem, was man tut, legt. Und das bietet mir das Spiel leider gar nicht. Es hat hochwertige Komponenten, es sieht toll aus, auch alles, das fühlt sich alles klasse an. Aber es ist halt leider ein Spiel, das kriege ich ganz schlecht verkauft, dass ich das mal auf den Tisch bringe. Dann ist es noch brutal kompliziert in den kleinen Details. Und ich habe selber auch gar keinen Bock auf das Spiel. Deswegen,
War ein schönes Experiment, wieder eins abgehakt, sage ich mal, aber das kommt wieder weg, das Spiel. Hoffentlich finde ich einen Käufer. Deswegen guckt euch nicht dieses Video an, wenn ihr euch das über das Spiel informieren wollt und das zu kaufen. Guckt ein anderes Video an. Viel Spaß bei der Suche. Hegemonik, schade, ja, nicht das, was ich suche, aber mal interessante Alternative oder Variante, aber kein 4X-Spiel im weiteren Sinne, ne? Ich hoffe, ich konnte euch mal wieder ein paar Kuriositäten aus dem Kabinettschrank holen. Hegemonik, wen es interessiert, schaut es euch mal an. Ich verkaufe es, ja, günstig, meldet euch bei mir. Bis dann, macht's gut, tschüss.